Der Buddha hat ja seine ganze Lehre in den vier Wahrheiten oder vier edlen Wahrheiten, wie sie traditionell genannt werden, dargelegt. Es gibt Leiden oder Unbefriedigendheit, dieses Leben beinhaltet Unbefriedigendheit. Dies hat eine Ursache. Man kann dieses Leiden beenden und es gibt einen Weg, der eben zum Ende des Leidens führt. Das ist die vierte Wahrheit. Und die Wahrheit ist wieder aufgeteilt in den achtfachen Pfad. Dieser Pfad hat drei Hauptaspekte. Über einen Teil eines Aspektes hat Isis schon gesprochen, also der Aspekt der Meditation, und da ist ein Teil davon eben die Sammlung. Also das Bemühen, die Achtsamkeit und Sammlung, das sind die drei Aspekte des meditativen Teils. Und dann gibt es zwei Teile des Weisheits-, des Erkenntnisteils. Also zuerst mal die Einsicht in die Dinge, wie sie wirklich sind. Und aus dieser Erkenntnis, wie es wirklich ist, folgt dann, dass wir hilfreich handeln. Also dass sich unser Handeln entsprechend der Erkenntnis beginnt zu verändern. Und der dritte große Aspekt ist der ganze Aspekt der Ethik oder Tugend, wie es genannt wird. Und den möchte ich heute ein bisschen beleuchten. Und diese acht Aspekte, dieser achtfache Pfad, das ist, sieht zwar so aus, als ob es eine Perlenschnur wäre oder ein gerader Weg, den man von A nach B oder von A nach Z geht. Aber wir haben diese Tage immer wieder versucht zu aufzuzeigen, dass alles miteinander verknüpft ist. Also, dass all diese Praxisaspekte wieder andere Aspekte beinhalten und eben auch beeinflussen. Also, üblicherweise ist die Aufzählung Ethik und dann die Meditation und die Weisheit. Aber wenn wir nicht schon ein gewisses Maß an Weisheit hätten, an Erkenntnis, kämen wir gar nicht auf die Idee, dass ethisches Verhalten hilfreich ist. Und ohne ein gewisses Maß an Ethik käme unser Geist nie zur Ruhe. Das heißt, es ist auch was Zirkuläres und eben gleichzeitig ist es ein Netz, das jeder dieser acht Aspekte mit jedem der anderen acht Aspekte verbunden ist. Zum Beispiel die Praxis der Metta, die hat viele andere Qualitäten auch oder führt mit sich viele andere Qualitäten wie Sammlung, Loslassen, Großzügigkeit, Hingabe, Mitgefühl, Weisheit, alles Qualitäten, die gleichzeitig mit der Metta da sind, mehr oder weniger. Und ich versuche heute ein bisschen aufzuzeigen, wie unabdingbar eigentlich diese Ethik überhaupt für eine spirituelle Praxis ist. Also, dass es ohne ein grundlegendes Maß an ethischem Denken, Reden und Handeln gar keinen wirklichen Fortschritt, keine wirkliche innere Freiheit geben kann. Und es wird eben oft auch Tugend genannt, und Tugend im ganz, ganz allgemeinen herkömmlichen Sinn heißt Tauglichkeit. Also es ist tauglich für etwas. Oder auch habe ich gesehen, die Fähigkeit, das Gute mit Freude zu tun. Und das finde ich eine schöne Formulierung. Oder ganz einfach Tugend, der Besitz einer positiven, hilfreichen Eigenschaft. Und ein paar Stichworte oder Ideen zum Thema Ethik in Pali: Sila. Sila, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Reuelosigkeit, über das haben wir diese Woche schon gesprochen. In Frieden sein oder zufrieden sein. Für mich sind das ganz zentrale Qualitäten, die eben sehr viel mit Ethik zu tun haben. Eine ganz grundlegende Erkenntnis und Erfahrung, dass wir wirklich selber erfahren können in dieser buddhistischen Praxis, ist, dass all unser Denken, all unser Reden, all unser Tun Wirkung hat. Beim Tun ist es natürlich am offensichtlichsten. Und zwar sowohl auf meine Umwelt als auch auf uns selber und natürlich primär auf uns selber. Und das vergessen wir manchmal.
Aber das haben wir auch diese Woche mit der Metapraxis immer wieder versucht aufzuzeigen. Wenn ich diese Meta-Haltung kultiviere, dann kultiviere ich sie in mir. Also es ist dann, die Qualität ist in mir entwickelt. Und die Wirkung, die es nach außen hat, ist sekundär. Es ist alles in mir, was ich kultiviere. Oder einfach gesagt, ich kann keinen Frieden auf der Welt schaffen, wenn ich den Frieden nicht zuerst in mir habe. Das geht ganz einfach nicht. Also Ursache und Wirkung. Und dieses Prinzip Ursache und Wirkung ist sehr, sehr grundlegend in der ganzen buddhistischen Psychologie. Und ich denke, das gilt fürs ganze Universum, dass alles beeinflusst ist und beeinflusst. Ein einfaches Beispiel, das wir immer wieder draußen beobachten können, wenn warme, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft aufsteigt, also an die Alpen gedrückt wird, aufsteigt, mit kalter Luft in Berührung kommt, ist Regen die Folge. Das ist einfach so. Ursache, Wirkung. Da gibt's nichts zu rütteln dran. Und in Bezug auf unser Denken, Reden und Handeln gelten eben sehr, sehr ähnliche oder eigentlich genau die gleichen Prinzipien. Verlangen, Hass, Aversion bringen uns selber und in der Folge auch anderen leidvolle Zustände. Mitgefühl, Wohlwollen bringen uns selber Glück und Freude und in der Folge dann auch den anderen Menschen Glück und Freude, mit denen wir in Kontakt kommen. Also wir können so immer wieder selber beobachten, selber erfahren, was von dem, was wir denken, reden und tun, für uns selber und andere hilfreich ist und was eben nicht. Und manchmal ist es doch erstaunlich, wie wir festhalten, zum Beispiel an unserem Ärger, weil wir denken, du hast den Ärger verdient, also die andere Person. Du warst, oder warum soll ich großzügig sein, wenn du immer kleinlich bist? Aber wenn ich kleinlich bleibe, dann ist ja meine Kleinlichkeit, das ist das Verrückte. Ich schade mir, ich mache mich eng. Und nicht in erster Linie den anderen Menschen, dem gegenüber ich kleinlich bin. Oft sehen wir das einfach ein bisschen verdreht. Aya Kema, die deutsche Lehrerin, die schon ein paar Mal zitiert worden ist, sie ist 1997 gestorben, sagte, das Einzige, was bedeutsam ist, ist die Liebesfähigkeit des Herzens so zu entwickeln, dass es nichts anderes mehr empfinden kann. Das war ihre Maxime und sie hat sehr viel auch Metta gelehrt und eben auch die Sammlungspraxis mit Hilfe der Metta. Und ethisches, heilsames Verhalten kann ganz, ganz stark darauf basieren, dass wir eben erkennen, dass wir miteinander verbunden sind. Dass wir das durch unsere Praxis und durch unser Reflektieren immer tiefer erkennen, dass das einfach eine Tatsache ist, dass wir nicht selbst existierende, von allem anderen Leben abgetrennte Wesen sind. Diesen Körper kann ich zwar in seiner von eurem abgetrennten Form wahrnehmen, mit meinen Sinnesorganen. Aber wenn wir genauer hinschauen, also wenn wir, vor allem wenn wir das aufmachen, oder indem wir in kleinere Stücke zerteilen und dann mit dem Mikroskop draufschauen, am Schluss ist alles einfach nur noch Bewegung. Moleküle, Atome, subatomare Teile, es ist nur noch Bewegung. Es gibt keine Abgrenzung mehr von ich und du. Oder wo ist die Milz, wo ist die Leber? Oder sind alles so auf einer groben Ebene betrachtet, ganz klar abgetrennt, abgegrenzt und mit unseren Sinnesorganen als eindeutig abgetrennt wahrnehmbar. Also ich nehme diese Lampe eindeutig als nicht zu mir gehörig wahr. Aber von ihrem, ich sage jetzt nicht von ihrem Wesen her, die besteht genau aus den gleichen Elementen wie ich. Schlussendlich sind alles einfach die, sind wir Kohlenstoff und Stickstoff und Sauerstoff und Magnesium und all die Elemente in verschiedenen Formen zusammengepappt, aufgrund von gewissen Mustern, die dahinter stehen, bei uns die genetischen Strukturen, die einfach diese Elemente
aufnehmen lassen, durch die Nahrung, durch die Luft, die wir einatmen, und in einer gewissen Form zusammenbringen, in eine gewisse Form bringen und irgendwann auch wieder zerfallen in die Einzelteile. Bei der Reflexion über das Essen kann man das auch schön sehen. Also Beispiel Getreide. Das Getreide wächst, braucht's Erde, Wasser, Licht, Wärme, Menschen, die die Samen sehen, die das Getreide dann ernten, andere Menschen, die die Erntemaschinen herstellen aus Materialien, die ursprünglich mal Eisenerz waren oder Bauxit, das dann zu Aluminium verarbeitet wurde. Menschen, die Rohöl fördern, um das Eisen zu schmelzen, oder die Staudämme bauen, um den Strom herzustellen, damit das Aluminium, die Elektrolyse gemacht werden kann des Aluminiums. Wahnsinnig viele Bedingungen, die zusammenkommen. Wir atmen alle dieselbe Luft, wirklich alle dieselbe Luft, und geben wieder was ab, das dann von anderen Wesen, Lebewesen, von Bäumen zum Beispiel, wieder umgewandelt wird, und wir atmen dann wieder ein. Wenn wir sterben, verbrannt oder beerdigt werden, werden wir zu denselben Stoffen, aus denen wir entstanden sind. Also all das haben wir aufgenommen durch die Nahrung, durch das Einatmen. Es hat sich in eine bestimmte Form gebracht und zerfällt wieder. Diese Erkenntnis, dieses immer wieder dahinschauen, dieses immer tiefer erkennen, dass alles mit allem so eng verbunden ist, kann eben dazu führen, dass Wohlwollen, Freundlichkeit, zugewendet sein, miteinander immer mehr unsere ganz natürliche Haltung werden. Weil wir, wenn wir die Verbundenheit immer mehr spüren, oder zumindest wissen davon, wissen wir, dass nur das Miteinander hilfreich sein kann. Weil alles, was ich mir antue, tue ich dann anderen an. Alles, was ich anderen antue, tue ich mir an. Und warum soll ich mir oder anderen Böses, ich sage jetzt mal einfach Böses tun? Es wirkt ja immer auf mich auch. Und manchmal, und das möchte ich betonen, kann das Wohlwollen natürlich auch heißen, dass wir klar Nein sagen. Wohlwollen heißt nicht immer einfach so da sein und alles geschehen lassen. Wir können sehr wohlwollend ganz klar uns abgrenzen von irgendwas, was nicht stimmt, oder von irgendwem, von dem wir uns oder der wir uns abgrenzen wollen. Im Dhammapada, das ist eine Sammlung von Aussagen Buddhas, also das ist nicht aus Lehrreden, sondern das sind so einzelne Sätze, einzelne Aussagen, die in der Dhammapada-Sammlung zusammengefasst sind. Heißt, dass Buddha gesagt habe, wenn dir dein eigenes Wohl am Herzen liegt, beschütze selbst dich gut. Du selbst bist dein eigener Beschützer, deine eigene Beschützerin. Wer sonst könnte dich wohl beschützen? Also immer wieder dasselbe. Wir sind die Einzigen, die wirklich für unser Wohl sorgen können. Klar, die Umgebungsbedingungen, die anderen Menschen haben einen großen Einfluss. Aber was ich dann damit mache, ob ich mit Ärger reagiere oder mit Wohlwollen, das ist immer in meiner Hand oder in meinem Herzen oder in meinem Geist, besser gesagt. Und das kann zum einen natürlich ein bisschen belastend sein, wenn man das sieht. Aha, letztendlich bin ich wirklich für mein eigenes Wohl verantwortlich. Ich bin meines Glückes Schmied oder Schmiedin. Und andererseits ist es natürlich auch die frohe Botschaft, dass wir es in unseren Händen haben und nicht nur dem Leben ausgeliefert werden und einfach von den Winden, die gerade wehen, nach Süden und Norden gewindet werden und halt einfach warten, bis der Wind wieder mal sich beruhigt. Dass wir immer wieder selber schauen können, was ist jetzt angezeigt, was hilft mir jetzt? Und dieser ethische Aspekt im achtfachen Pfad ist in drei Bereiche gegliedert. Das Reden, das Tun und der Lebenserwerb. Also diese drei Hauptaspekte. Es ist wichtig, das sind nicht irgendwelche Gebote oder Verbote, also du darfst nicht oder du sollst nicht, sondern das sind alles Übungsfelder für unsere Entwicklung,
für unsere spirituelle Praxis. Wir erforschen immer wieder, was in unserem Herz und Geist vor sich geht, sehen, was uns antreibt, und dann können wir erkennen, durch eigene Erfahrung, durch auch immer wieder auf die Nase fallen, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich, was führt zu Glück, was führt zu Leid für mich und andere. Und das ist eben auch wieder, es kann als Last empfunden werden, aber auch als große Chance. Wir müssen selber schauen. Und wie Isis gestern gesagt hat, der bekannte Spruch Buddhas, ehi passiko, komm und schau selbst. Du musst selbst schauen. Du musst selbst üben, du musst es selbst erfahren. Es kann uns niemand die Hand auflegen und das alles einflößen. In einer Lehrrede wird dargelegt, wie Buddha von seinem Diener Ananda dazu befragt wird, was eigentlich der Zweck dieser Tugenden sei, also wie das überhaupt in der Praxis miteinander zusammenhängt, die Tugend. Und ich gebe das hier der Verständlichkeit halber gekürzt und ein bisschen geändert wieder. Also die Aussage ist, ethisches Leben hat Freiheit von Gewissensbissen, also Reuelosigkeit zum Zweck und als Belohnung. Und Ananda fragt immer wieder zurück den Buddha, ja und was ist denn der Zweck der Reuelosigkeit? Was ist der Lohn? Also was haben wir überhaupt von Reuelosigkeit? Da sagt der Buddha, Freude ist der Lohn der Reuelosigkeit. Ja und was ist der Lohn der Freude? Der Lohn der Freude ist die Entrückung. Also die Entrückung, das was Isis auch im Vortrag über die Jhanas, die Jhana-Zustände, die werden auch Entrückungen genannt. Oder im Christlichen wird von Schauungen gesprochen. Oder eben auch im Buddhistischen von Vertiefung oder Absorption. Also dass der Geist ganz absorbiert ist von der Tiefe, in die er rückt. Was ist der Zweck dieser Entrückung? Der Zweck der Entrückung ist die Gestilltheit. Und der Zweck der Gestilltheit ist Glück. Der Zweck des Glücks oder der Lohn des Glücks ist die Sammlung. Und der Zweck der Sammlung ist das Wissen und die Dinge, Wissen und Sicht der Dinge, wie sie wirklich sind. Vipassana, klares Sehen. Also tiefe Sammlung führt zu klarem Sehen, weil eben der Geist in der Lage ist, alles viel klarer, viel schärfer zu beleuchten, nicht mehr abschweift, nicht mehr weggeht. Und dann, was ist der Zweck dieser Sicht, dieser wirklichen Sicht der Dinge? Ernüchterung und Entzauberung. Und was ist der Zweck der Ernüchterung? Die Leidenschaftslosigkeit. Und das mag jetzt ein bisschen ernüchternd tönen, aber gerade leidenschaftslos, das Wort sagt eigentlich genau, was gemeint ist. Der Geist, der kein Leiden mehr schafft. Leidenschaftslos. Und was ist der Zweck der Leidenschaftslosigkeit? Das ist die Vision und das Wissen in Bezug auf Befreiung. Und auf diese Weise, Ananda, schließt Buddha ab, führen geschickte Tugenden Schritt für Schritt zur Erlangung der Heiligkeit. Und mit Heiligkeit ist im buddhistischen Sinne immer das Erwachen, die Erleuchtung gemeint. Also wenn von Heiligen gesprochen wird, sind das immer Menschen, die tiefe Einsicht erlangt haben. Nicht einfach Menschen, die wir als heilig anschauen. Tugend, ethisches Verhalten führt zur Erleuchtung. Also los. Jetzt zu den einzelnen Aspekten. Das erste, rechte Rede. Und der Begriff Recht, das heißt beim achtfachen Pfad, bei jedem dieser acht Aspekte heißt Recht. Also rechtes Bemühen, rechte Sammlung, rechte Rede und so weiter. Und mit Recht ist hilfreich, angemessen gemeint. Und nicht im Sinne von richtig und falsch. Das tönt vor allem für uns in unserer Kultur wieder sehr abschreckend, oder das richtig und falsch. Aber für uns ist es hilfreicher, wenn wir das immer wieder als angemessener, als hilfreich übersetzen, wenn von Recht die Rede ist. Und hier in der Rede sind es wieder vier Unteraspekte. Wahrheit oder Unwahrheit ist das erste. Das zweite,
über andere reden, üble Nachrede, das dritte grobe Rede und das vierte leeres oder unnötiges Geschwätz, wie es genannt wird. Der erste Aspekt, Wahrheit oder eben Unwahrheit. Meist denke ich, wenn wir ein bisschen geschult sind, ein bisschen die Achtsamkeit geschult haben und ja, schon ein bisschen Übung haben, unseren Geist schon ein bisschen kennen, sind das meist nicht die großen, groben Lügen, sondern es sind oft ein bisschen Verdrehungen der Tatsache. Übertreiben, untertreiben, was dazufügen, was wegnehmen, je nachdem, was uns im Moment gerade so angepasst erscheint. Frage immer wieder, warum tue ich das? Also wenn wir das selber spüren, wenn wir uns selber hören und im gleichen Moment merken, ich habe da 20 zu 28 gemacht oder einen zweistündigen Spaziergang zu einer fünfstündigen Bergwanderung, was auch immer, warum tue ich das? Nicht, dass das per se schlecht wäre, was ich tue, sondern zum Schein, warum eigentlich? Was ist der Beweggrund, dass ich übertreibe oder auch mal was weglasse? Meine Erfahrung selber ist eigentlich immer, mich in das Licht drücken, das ich im Moment für das für mich Vorteilhafteste anschaue. Wenn ich gern gross erscheine, dann habe ich natürlich eine fünfstündige Bergwanderung gemacht. Wenn ich gern sehr finde die Worte einfach nicht. Es ist nichts Dramatisches. bescheiden erscheinen will, sage ich, ach, das war nicht der Rede wert, wenn jemand sagt, ah, das ist aber eine große Leistung, die du vollbracht hast. Ach, kein Problem, nicht der Rede wert. Dann einfach sehen, warum, wie fühlt sich das an? Und wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich, wenn ich mich selber beim Über- oder Untertreiben oder eben vielleicht sogar beim Lügen ertappe? Beruhigt das meinen Geist? Fühle ich mich entspannt oder eher das Gegenteil? Und natürlich auch, wenn es uns gelingt, wirklich adäquat was zu erzählen, so wie es war, dass wir uns auch darüber freuen können. Also wenn wir kennen, dass wir Tendenzen haben zum Übertreiben oder Untertreiben oder Weglassen und dann immer wieder mal sehen, ah, jetzt habe ich wirklich das so erzählt, wie ich es eigentlich selber erfahren habe, wie ich es wahrgenommen habe oder wie es aus meiner Sicht war. Es ist ja immer eh alles schon gefärbt. Es trifft ja alles auf meine bisherigen Erfahrungen, auf meine Konditionierungen. Das heißt, was dann wirklich Realität ist, das ist noch eine andere Frage. Aber habe ich so gesagt, wie ich selber wahrgenommen habe? Also, das erste, Wahrheit, Unwahrheit. Der zweite Punkt, die üble Nachrede, oder traditionell heißt das Zwietracht sehen, schlecht, abwertend über andere sprechen. Und das kann manchmal ganz subtil sein, indem wir über andere reden und dabei die Augenbrauen hochziehen oder irgendeine in der Mimik zeigen, was wir dazu meinen. Die Worte sind vielleicht ziemlich neutral, aber die Mimik zeigt noch was dazu. Oder Handbewegung und irgendeine Hand, wir sagen das ganz neutral und nebendran macht so. Wenn wir was erzählen, können wir auch schauen, was erzähle ich oder wie viel von dem, was ich sage, ist meine eigene Meinung, meine eigene Erfahrung, das, wie ich sehe, oder erzähle ich, was ich von anderen gehört habe oder was andere über andere gesagt haben, was andere über andere denken und dann auch, wie berichte ich über andere, also gebe ich eine Beobachtung. Angenommen, ich berichte, was ich über zwei Menschen gesehen habe, was die miteinander gemacht haben. Berichte ich das auch so, wie ich es dann wahrgenommen habe, oder wird da auch eben noch ein bisschen was schlecht gemacht, um mich in ein besseres Licht zu rücken? Also letztendlich, wenn wir schauen, wenn wir unsere Beweggründe anschauen, warum ich so oder so mache,
geht es einfach immer um mich am Schluss. Wie stehe ich da? Wie möchte ich wahrgenommen werden? In welchem Licht möchte ich wahrgenommen werden? Immer ich, ich, ich. Alles dreht sich um ich. Wie bin ich? Wer bin ich? Dritter Punkt, grobe Rede. Der Buddha empfiehlt dazu, Worte zu wählen, die dem Ohr angenehm, liebreich, höflich und untadelig sind. Sind wir eher kritisierend an anderen, das nicht stimmige oder das nicht angenehme, das nicht perfekte sehend, oder anerkennen wir das, was gelingt? Dasselbe, was wir hier diese Woche immer wieder für uns selber auch versucht haben, zu sehen, aha, ja, das gelingt mir ja, wenn es manchmal nur ansatzweise ist, oder für einen Moment. Also immer wieder das Hilfreiche, das Heilsame fördern, statt das, was nicht gelingt, zu kritisieren. Aber auch hier, das soll nicht heißen, dass wir manchmal Klartext reden müssten in unserem Leben, wenn was nicht stimmt, wenn wir uns abgrenzen müssten, weil wir sonst zu kurz kommen oder untergehen oder was auch immer. Aber auch da wieder die Frage, wie tue ich das? Tue ich das, indem ich die andere Person abwerte oder indem ich einfach klar Stellung beziehe und sage, nein, so möchte ich das nicht? Oder sage ich, du bist immer, du machst immer, du bist blöd, du kapierst nichts. Und vielleicht gelingt es uns manchmal sogar, wenn wir merken, dass was Grobes über unsere Lippen kam, was, das wir jetzt wirklich nicht sagen wollten, vielleicht ist die Situation angemessen und es gelingt uns, uns zu entschuldigen. Zu sagen, okay, das wollte ich nicht sagen. Es ist mir rausgerutscht, Entschuldigung. Statt das stehen zu lassen und das, was da ist, einfach so wirken lassen. Das heißt für mich selber, ich habe es erkannt, ich stehe dazu und ich zeige der anderen Person, ich habe es erkannt und es tut mir leid. Was dann die andere Person damit macht, das ist wieder nicht in meiner Hand. Der vierte Punkt, leeres, unnötiges Geschwätz. Dazu wieder der Buddha. Mann oder Frau soll über Dinge reden, die wichtig sind, die hilfreich sind für die Entwicklung von Verständnis und von Mitgefühl. Rede ich einfach, weil es sich unangenehm anfühlt, mit jemandem in Ruhe, in Stille zu sein? Vielleicht habt ihr, wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt in solchen Kursen am ersten, während des ersten Essens solche Erfahrungen gemacht, man sitzt sich da jemandem gegenüber und redet einfach nicht. Vor allem, wenn man sich sonst gewohnt ist, am Esstisch einfach sich auszutauschen, zu plaudern, über den Tag zu sprechen. Sitze ich einfach da und schweige die Person an. Und das kann sich unter Umständen sehr unangenehm anfühlen. Verunsichernd. Also manchmal ist das Reden einfach ein Ablassen von Druck. Aber es ist klar, wenn wir zum Beispiel an eine Vernissage eingeladen sind oder an ein Fest mit Menschen, die wir noch nicht kennen, betreiben wir Smalltalk, irgendwas übers Wetter oder das braucht es einfach, um Kontakt zu machen. Dann ist das angemessen. Aber einfach immer wieder schauen, in gewissen Situationen kann ich auch mal in Ruhe sein oder muss ich reden, nur um die Unangenehmheit zu überdecken, die sich vielleicht in mir breit macht. Und oft sind natürlich all die Kategorien wild gemischt und kommen im Multipack. Also dass wir unter- oder übertreiben, wenn wir über andere abwertend zum Beispiel reden. Dass sich einfach so Kombinationen ergeben. Und das Reden ist ein sehr großes, ein lohnendes Feld für unseren Alltag. Hier im Retreat haben wir natürlich keine Übung gehabt oder nur sehr wenig in den Gesprächen. Aber viele von uns reden im Alltag relativ viel, bei der Arbeit oder wo auch immer. Und sehr oft kommen wir da einfach auch in Muster rein, wie wir reden. Und eben auch da die Beobachtung, wenn was das für uns für Wirkungen zeigt. Also eben, wenn ich grob oder verletzend geredet habe, wenn ich gelogen habe, jetzt mal grob gesagt, was hat das für Wirkungen auf mich?
Erinnere ich mich vielleicht beim Einschlafen noch dran oder sogar am nächsten Tag? Das heißt, es beschäftigt meinen Geist weiter. Es hält meinen Geist in Unruhe, weil da scheinbar was nicht mit dem übereinstimmt, wie ich selber gern hätte. Also kann mich ja nur was stören, ich kann nur Schuldgefühle haben oder Reuegefühle haben, wenn es mit irgendwas in mir nicht übereinstimmt, was ich eigentlich für richtig finde. Und wenn wir die Praxis der heilsamen Rede eine Zeit lang, vielleicht wirklich als Übung, uns vornehmen, eine Zeit lang sehr darauf zu achten, kann sich zeigen, dass wir einiges weglassen können oder müssen von dem, was wir so üblicherweise von uns geben. Und Joseph Goldstein, der amerikanische Lehrer, erzählt von sich, dass er mal als Übung sich, ich glaube, ein paar Monate lang vorgenommen hat, nie über jemanden zu reden, der oder die nicht anwesend ist. Also nie zu reden, der oder die hat doch aber gesagt. Und er hat gemerkt, dass es nicht mehr viel zu reden gibt. Also dass so oft, wenn wir reden, andere, das heißt nicht, dass wir nur dann über andere reden, aber dass ganz viel andere mit einbezogen werden. Dass wir unsere Meinung kundtun, was andere gesagt haben. Oder wir kundtun im Zweiergespräch, was wir von der anderen Person gehört haben. Oder wie wir das interpretieren, was die andere Person gesagt hat. Einfach als Übung. Und das mit dem Reden ist vielleicht, denke vor allem für jene eine gute Übung, die sehr schnell viel reden. Es gibt aber Menschen, die eher wenig reden, also die eher vielleicht Hemmungen haben zum Reden, sich eher zurückhalten. Und da würde ich nicht noch empfehlen, noch so eine Übung zu machen, sonst gibt's vielleicht gar nichts mehr zu reden. Also schauen, was ist für mich das Angezeigte? Vielleicht, wenn man eher Schwierigkeiten hat mit Reden, dass man sich vornehmen kann, mal ein bisschen zu übertreiben. Nicht übertreiben in der nicht hilfreichen Rede, aber auch mal was mehr Smalltalk zu betreiben. Einfach auch als Kontaktaufnahme, um vielleicht die eigene Zurückhaltung, die Scheu ein bisschen zu überwinden. Also es war jetzt die Rede, ein sehr großes Feld. Das nächste ist das Tun, das Handeln. Das sind drei Aspekte genannt. Der Umgang mit dem Leben, also ein sensibler Umgang mit dem Leben. Ganz konkret nicht absichtlich töten. Zweiter Aspekt, sensibler Umgang mit allem, was uns nicht gegeben wird. Also Umgang mit fremdem Eigentum. Dritter Aspekt, sensibler Umgang mit Sinnesverlangen, ganz speziell mit sexuellem Verlangen. Umgang mit der Sexualität. Und die drei Punkte sind ja auch drei der fünf Übungen, die man im Retreat immer versucht eben anzuschauen. Also unser Denken wirkt sich auf unser Reden aus und auf unser Handeln. Und wenn wir nicht achtsam sind, werden ärgerliche Gedanken zu ärgerlichen Worten und zu ärgerlichen Taten, Verlangen zu unbedachtem oder bewusstem Nehmen, was uns nicht gehört, lustvolle Gedanken eventuell zu unheilsamen sexuellen Taten. Wenn wir nicht achtsam sind und nicht immer wieder erwägen, was hilfreich ist und was nicht. Das ist wirklich der zentrale Aspekt. Es ist nicht primär das Problem, was in unserem Geist auftaucht, sondern wie wir damit umgehen. Es war jetzt diese Tage auch immer wieder Thema Wut. Wie gehe ich mit der Wut um, mit hasserfüllten Gedanken? Das ist einfach auch was, das im Geist aufgrund von momentan herrschenden Bedingungen, Ursachen entsteht. Wir müssen nicht die Wut wegdrängen. Wir müssen sie sehen, wir müssen sie akzeptieren. Das ist im Moment die Erfahrung in meinem Herz und Geist. Was ist der hilfreiche Umgang damit? Und weil das eben nicht einfach ist, also darum ist ja dieser Übungsweg auch ziemlich anspruchsvoll, weil wir immer wieder auf uns selber zurückgeworfen sind. Wir haben zwar ganz viele Anleitungen, viele Hilfsmittel, viele Leitplanken, an was wir uns halten oder orientieren können, aber wir müssen immer wieder selber für uns schauen und selber entscheiden,
Was ist das Hilfreiche? Was ist das Angemessene? Und weil das so schwierig ist, denke ich, haben wir Menschen so oft, oder neigen wir Menschen im Allgemeinen zu Dogmen, zu festen, starren Ansichten, da müssen wir nicht mehr selber entscheiden. Das ist so, Punkt, fertig, Schluss. Und zum Teil sind natürlich so feste, gerade ethische Regeln in der Gesellschaft nötig, um überhaupt ein einigermaßen erträgliches Miteinanderleben zu ermöglichen. Aber in dieser Übung sind wir auf uns selber zurückgeworfen. Das heißt, wir werden immer wieder aufgefordert, uns nicht einfach blind irgendwelchen Regeln oder irgendwelcher Doktrin hinzugeben, sondern immer wieder selber hinzuschauen. Und so können wir immer wieder selber, also ich habe noch nie was anderes erfahren, außer dass ich sehe, dass wohlwollende, freundliche Gedanken von Zuwendung, von Verbundenheit zu mehr Freude für mich und in der Folge zu mehr Freude für andere führen, wenn ich in Kontakt mit anderen komme. Und Ärger, Wut, Verengung im Geist, im Herz für mich zu mehr Leid führt und wenn ich in Kontakt mit anderen komme, auch für die anderen zu mehr Leiden führt. Können wir immer wieder selber beobachten. Und je öfter wir dies klar sehen, klar spüren auch, wie das ist, umso mehr werden wir uns dem Hilfreichen, dem Heilsamen hingeben. Umso mehr werden wir versuchen, das Leidbringende zu mindern. Das ist ganz natürlich. Und das kann natürlich immer mehr zur Folge haben, jetzt mit dem Umgang mit dem Leben, dass wir auch kleinen und kleinsten Lebewesen gegenüber eine liebevolle Haltung kultivieren. Allerdings die Tatsache allein, dass wir leben, hat zur Folge, dass andere Wesen leiden. Also wenn wir auf der Wiese da hinten Gehmeditation praktizieren, werden andere Wesen zu Schaden kommen. Wir können das nicht vermeiden. Wenn wir in unserem Gemüsegarten die Erde hacken, werden Wesen zu Schaden kommen, werden andere Lebewesen sterben. Das Leben funktioniert so. Die Frage ist, versuche ich einen möglichst sensiblen Umgang mit dem Leben? Also versuche ich absichtliches Töten zu vermeiden? Also das Leiden so weit zu minimieren, wie es mir eben möglich ist. Das ist natürlich ein großes Feld, die Betrachtung der Nutztierhaltung. Verzichte ich ganz auf den Konsum von tierischen Produkten oder wenn ich es nicht mache, versuche ich Produkte zu konsumieren, die zumindest, wo ich das Gefühl habe, dass die Lebewesen ein einigermaßen anständiges Leben hatten, also mit Wohlwollen behandelt wurden. Und ich muss jetzt doch kurz erzählen, ich habe es vorher dieses erzählt, die Geschichte. Ich war da oben, habe einer Bauersfrau zugeschaut, wie sie die Kühe von der Weide reingeholt hat. Die hat alle Kühe mit Namen angesprochen. Und zwar hat sie die Kühe nicht reingetrieben, sondern sie hat die Kühe gerufen. Wahnsinnig sanft. Die Kühe sind einfach stehen geblieben. Sie sind nicht gekommen. Da ist sie wieder nach oben gegangen, hat einer Kuh ein bisschen auf den Hintern geklopft. So, Susi, komm jetzt rein. Und ist wieder vorne weggegangen. Und da kamen die Kühe langsam. Also die Frage, wie Nutztiere, oder? Die sind da für Milchproduktion, am Schluss werden sie gegessen. Aber sie werden sehr liebevoll behandelt. Dann der letzte Aspekt, und das, was ich jetzt gesagt habe, geht natürlich auch schon in den rein, wie führe ich mein Leben, also mit was verdiene ich mein Geld, zum Beispiel, ganz einfach gesagt. Zwei Extreme, Waffen oder Drogenproduzent und Verkäufer oder irgendein helfender Beruf. Helfend im weitesten Sinne, das kann Computersupport sein, das kann Ärztin sein, das kann ein Pflegeberuf sein, das kann ein lehrender Beruf sein. Einfach eine Tätigkeit, die etwas dient, die nicht offensichtlich Schaden anrichtet. Und da wieder die Frage an uns selber, bin ich mit dem, wie ich mein Leben führe, einigermaßen im Reinen?
Wir müssen immer das mit uns selber dann ausmachen, was für uns das ethisch Vertretbare ist oder wo für uns die Grenze des ethischen Vertretbaren ist. Und wir haben nicht immer die freie Wahl. Also diese Welt, diese Gesellschaft zwingt uns auch gewisse Dinge auf, die wir nicht aus freien Stücken tun würden. Und so ein Beispiel des Chan-Meisters Zheng Yen, der auch schon hier mal einen Kurs gegeben hat, der etwa vor 3 Jahren verstorben ist. Der musste etwa in der Mitte des letzten Jahrhunderts, er ist Chinese, und es waren da die chinesischen Unruhen, und er musste nach Taiwan fliehen mit der nationalchinesischen Armee, um überhaupt zu überleben. Und er war Mönch, er war ordiniert und er musste in der nationalchinesischen Armee Dienst tun, als Mönch. Er war gezwungen, er wurde gezwungen, in der Armee zu dienen, und das ist für einen ordinierten Menschen eigentlich eine Katastrophe. Aber er hatte keine Wahl. Und so haben wir, das ist jetzt ein krasses Beispiel, so haben wir manchmal auch nicht die ganz freie Wahl. Aber sehr oft, zumindest in kleineren Dingen, haben wir die Wahl, uns immer wieder für das Hilfreiche oder eben für das nicht so Hilfreiche zu entscheiden. Und wenn wir uns mal für etwas entscheiden, eine Richtung stellen in unserem Leben, kleine oder größere, dass wir dann in der Folge als nicht hilfreich, als nicht so heilsam für uns oder andere erkennen, können wir sehen, das war scheinbar die falsche Entscheidung, das war nicht so klug. Es führt eigentlich zu mehr Leiden, dann können wir wieder entscheiden. Immer wieder, wir haben immer wieder eine neue Chance. Solange wir leben, können wir uns und den anderen neue Chancen geben. Also es geht bei der Betrachtung dieser Verhaltensrichtlinien oder dieses ethischen Feldes drum, eine Atmosphäre zu schaffen in meinem Leben, im Leben meiner Umgebung, die zu mehr Glück statt zu mehr Leid führt. Und das führt natürlich wieder dazu, zum anfänglichen Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, dass wir wirklich mehr zur Ruhe kommen und mehr in Frieden sind, buchstäblich mehr in Frieden sind, nicht mehr so viel Krieg in uns spüren, nicht mehr so viel Spannung. Ein weiteres großes Feld der Übung, ich möchte das nur noch kurz anschneiden, durch das wir uns selber auch Freude und Zufriedenheit schaffen können, ist die Praxis der Großzügigkeit. Also Großzügigkeit ist wie die Metta, eine Haltung der Offenheit, des Sich-Hingebens. Und Großzügigkeit in welcher Form auch immer, heißt immer, ich bin in einem Modus des Überflusses. Wenn ich was geben kann, ob das Zeit ist, ob das was Materielles ist, ob das Wissen ist, ob das ein offenes Ohr ist, heißt immer, ich habe was zu geben und nicht, ich brauche was. Ich habe mal in einem Retreat, wo ich länger Metta praktiziert habe, eine ganz eindrückliche Erfahrung gemacht. Da kam einfach die Frage hoch, mit was kann ich dienen, was kann ich der Menschheit geben? Anstatt, und das war eben gerade vorher der Modus, habe ich gemerkt, was brauche ich noch, um glücklich zu sein? Oder was brauche ich noch, um diesen Vertiefungszustand zu erreichen, den ich jetzt erreichen möchte, an dem ich am Arbeiten bin? Und es war eine wirklich dramatische Umkehr meines Befindens, von Festhalten zu mir, zu Loslassen nach außen. Und nur, was kann ich geben, statt was brauche ich? Ganz, ganz kleine Bewegung eigentlich. Fühlt sich völlig anders an, das Leben. Und ich habe heute kurz reflektiert, was nur schon in diesem Haus an Großzügigkeit passiert. So viele Leute, die da im Hintergrund arbeiten, die freiwillig in der Küche arbeiten kommen, die freiwillig einen Kurs managen, viele Menschen, die Dinge oder Geld spenden jedes Jahr. Ich glaube, fast alle Konfitüre, die hier konsumiert wird, wurde gespendet. Irgendwo zu Hause gekocht und hierher gebracht und wir können sie nachher essen. Viele Menschen, die seit Jahren, seit dieses Zentrum besteht, kleine bis zu sehr große Geldbeträge spenden. Jedes Jahr. Immer wieder geben. Und das Geben selber ist große Freude.
weil ich ja im Moment eben des Gebens im Überfluss lebe. Ich kann geben. Ist für mich selber die größte Freude. Also nicht nur für mich, für uns alle, die das üben. Und nicht nur, ich muss geben, dass der was Gutes hat. Ist ja für mich zuerst mal die Freude, ich kann geben. Und die Metta hat eben genau denselben Effekt. Metta ist ein Hingeben an uns selber, an andere. Aufmachen, Wohlwollen, Freundlichkeit, Verbundenheit. Die Bewegung ist genau dieselbe, wie beim Geben von Materiellem oder von Zeit. Und zum Schluss nochmal eine Aussage aus dem Dhammapada von Buddha. Alle Zustände des Seins sind bedingt durch den Geist. Es ist der Geist, der den Weg weist. So sicher, wie uns unser Schatten nie verlässt, so wird Wohlbefinden das Resultat sein, wenn wir mit einer reinen Geisteshaltung reden und handeln.